Mal schauen, ob ich heute den Fluch der Mossin Nagant brechen kann. Denn immer, wenn ich mir die kaufe, sterbe ich. Deshalb habe ich jetzt auch den Imperator dabei. Dem habe ich schon mal gespielt. Das war der freundliche Holländer. Und weil wir an der Devant Ranch spawnen, bin ich gleich mal ein bisschen vorsichtig. Denn ich habe es, glaube ich, schon oft genug erwähnt. Hier gibt es eben 3 Spawnpunkte. Und da muss man ab und zu eben schauen. Obwohl schon gleich Kundschaft da ist. Da zum Beispiel. I had them once. Ja, me too. But it's 2. Zum Glück habe ich Bullet Grubber. Und zum Glück hat er eine Vetterli. Nee. Oh Gott, wo ist er denn? Ja, lieber ein bisschen zurück wieder. Ah, scheiß Blattwerk. Blattwerk Orange. Ich habe die Hühner gesprengt. Ja, wer nicht kämpft und läuft von hinten, kann ein andermal gewinnen. Komm da nochmal raus. Langsam wird das hier eng mit der Munition. Soll ich doch nochmal vorgehen, aber ich weiß nicht, wo der Kollege ist. Dann schlägert sich einer rum. Wenn wir aber beim Kollegen dranbleiben. Denn die Munition wird eng. Ja, wenigstens ein paar Treffer dabei. Oh, bringt dir auch nichts. Ah. Perfekt. Oh, manchmal kann man Glück haben mit sowas. Die arbeiten sich gerade da durch. Da geht jetzt die Tür auf. Super. Der Imperator wirft. Für den Nahkampf habe ich die Mauser. Ich komme jetzt allerdings nicht an den Zombies vorbei. Ich muss deshalb einmal außen rum laufen. Man muss aufpassen, dass von hinten da keiner kommt. Oh shit. Shit. Jetzt ist der ganz alleine da drin. Sechs Zombies überall. Es tut mir so leid. So kann es auch gehen. Okay. Nice. Phew. Er war jetzt auch leicht zu treffen, weil er halt gebrannt hat. Erst Munition, dann looten. Uff,
Ja, gar nichts gebracht. Okay, that was a nice start. Yep. Do you see health kit anywhere? Yeah, there's one up here. Okay. Okay. Yeah, it was a nice fight. Yeah, very much. Couldn't get in fast enough because of the zombies, but in the end it was just right. Yeah, he got distracted when I was running around in here and then you could shoot him. He ran straight into my arms. Yeah, I was running around here with the shotty, just firing some shots, just poking at them. So, crematorium next? Yeah, sure. Okay, eine Patrone fehlt mir noch. Aber kommen wir gerade auch ohne aus. Also eines Tages, ich habe ja schon diesen Kill mit diesen beiden drei Fässern hier gemacht. Eines Tages erwischt es mich da einfach auch. Jetzt bin ich schon wieder so zittrig und ich denke, geil. Drei aus dem Spiel, zwei aus dem Spiel genommen. Vielleicht überlebe ich mal mit der Maus in der Gand. Aber sind halt auch immer noch sechs Spieler da. Aber es hilft halt auch, einen Kollegen dabei zu haben, dem man vertraut. Auch wenn wir es zwei, dreimal zusammen gespielt haben. Aber der kann halt was. Das ist gut. Ja, mit. Oh, fuck. Gut, manchmal kann man auch einfach Pech haben. Ich sollte halt auch nicht immer loben. Also mich, das Universum, ihr wisst schon. Nein! Wow! Ach, ich Arsch, gerade wo ich sag, ja, wenn ich lobe, geht's halt nicht mehr. Okay, der Fluch der Mosinagant. Er wird nicht gebrochen, beziehungsweise nicht in diesem Video. Wobei, dieses Video ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Ich wollte doch skippen, jetzt habe ich auf... Ach, scheiß drauf. And the mic is down again. Das ist halt so nervig. Wenn ich wenigstens das System verstehen würde. Ich muss mal Crytek anrufen, fragen, was da los ist mit ihrem komischen Spiel. Ja, ist ein schönes Spiel. Dafür, dass es halt Early Access ist, ist es ein fantastisches Spiel. Und jetzt werde ich auch ein bisschen nervös, weil hier im Norden ja dann auch gleich Leute spawnen können und der Imperator ein weißes Hemd anhat. Ihr kennt den schon, den Imperator mit einem weißen Hemd. Ihr wisst, was ich meine. Okay, das muss auf der ganz anderen Seite der Map sein. Ich kann auch immer noch nicht so richtig abschätzen. Oh, das ist eine schöne Beleuchtung einfach. So richtig abschätzen, wie weit so Geräusche dann weg sind, gerade die Schüsse. Aber eines Tages lerne ich vielleicht das noch. Und dann vielleicht lerne ich dann auch einen richtigen Satzbau zum Machen. Oh, super. Zweite. Ja, genau. Sind wir doch direkt schon mal hier. Da hören wir sie auch schon. Dann würde ich sagen, gehen wir da direkt mal zu Gange. Er hat einen Karabiner und eine Shotgun. Er will wohl weiterlaufen. Oh, hier hinten komme ich gar nicht raus. Hier sind wir zu. Ah, komme ich hier raus? Ja, sehr gut. Ah, wieder was gelernt. Ah, genau. Zweitwaffe. Ist diese wunderschöne Beil.
Axt, beides Beil, Schrotgewehr. Er hat es wahrscheinlich nicht sofort mitbekommen, dass die hier wohnt. Weil er auch gesehen hat, oder wie ich zuerst auch dachte, ja cool, es gibt ja hier zwei Hinweise und dann ist die, weitet sich die Map nicht so weit aus. Das heißt, wir können hier den zweiten gleich auch noch nehmen. Geld und alles. Aber dann hat er es auch gemerkt. So, hier unten. Da war die rum. Ich hole, glaube ich, schon mal hier sowas mit. So, hier so auf die Kante, da können wir es auf jeden Fall hören. Er hat schon die zweite. Sehr gut. Mensch, das läuft halt. Aber manchmal läuft es halt auch einfach ohne. Bleib stehen. Ich hab dich klein. Oh, okay. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen mich entspannen. Ja. Boah, die geht aber schnell down. Oh. Daneben gehackt. Hacken, hacken, graben, graben. Das war gar nicht so geplant. Ich hab da in ihre eigene Soße. Jawoll. Das ist diesen einen Schuss. Hätte ich mir quasi sparen können. Ja, jetzt gibt's natürlich die Taktik zu sagen, wir banishen nicht, wir lauern. Und wenn wir das jetzt machen wollen, dann hole ich mir die Munition hier unten. Damit die, wenn die reinkommen, nicht sofort sehen, dass hier schon einer drin war. Shit. Ja, das hätte ich natürlich auch gerade noch machen können. Ich immer und meine Fragen. Ja, das kann schon. Ich gucke mal gerade auf die Map nochmal. Ausgang ist erreichbar. Ist halt nicht direkt ums Eck. Aber erreichbar. Ja. Butcher checken ist eine gute Idee. Denn da hinten wird ja auch geschossen. Ja, schauen wir nochmal. Ah, okay. Gibt's hier. Ach so, der Plan ist ein anderer. Wir gucken, ob aus dieser ganzen Schießerei ein Banishment wird. Das klingt eher nach einem Fight. Hätte jetzt gerne hier noch irgendwo eine. Bärenfalle gefunden, um die da hinten hinzulegen. Okay. Damit klärt sich das. Jetzt gehe ich aber hier hinten an den Hintereingang. Achso, okay. Sei denn, er ist da schon. Weil ich eben die Shotgun habe. Ja gut, ich habe beides. Insofern. Aber ich kann einen Shotgun besser treffen. Ah, hat er doch noch eine gefunden. Sehr gut. Ach ne, so ein Ding. Heißt natürlich dann auch automatisch, dass klar ist, wo wir dann raus müssen. Nämlich durch diese hohle Gasse da hinten. Oh, ist das schön. Ich meine, ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber schön ist es. Jetzt gucke ich mal hier zur Tür raus. Kann man das hier irgendwie ausmachen? Nee. So, ich bin hier natürlich total erleuchtet. Weiß auch gar nicht, wie mein Typ aussieht. Was er für Klamotten anhat. Lieber nochmal rückwärts durch die Hecke raus, wie Homer Simpson. Ja, und dann müssen wir halt im Zweifel da nach Norden.
spazieren. Ja, oder wir eskalieren halt noch total. Ich habe jetzt auch keine Automat oder sowas gehört, aber es braucht natürlich auch alles nicht. Wobei ich glaube, dieser scharfe Knall, das war vielleicht eine Morsin. Und der Fluch der Morsin, der funktioniert offensichtlich nur bei mir. Deshalb, naja, werden einfach mal schauen, was sich bis dahin ergibt. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Das ist. Oh. Ja, gut, das ist ganz praktisch eigentlich. Können wir natürlich dann auf dem Weg raus da noch vorbei, wenn wir größenwahnsinnig sind. Ja, wir können natürlich auch da im Süden dann raus. Für meine Zuschauer muss ich natürlich was reißen. Also, Butcher. Ist das cool im Sinne von okay oder im Sinne von cooler Typ? Sollte ich vielleicht mal gucken? Ich mach die extra nie so schnell, diese Drehs. Oh, ist doch voll. Okay, dann hüpfen wir da zum Fenster raus. Das ist, glaube ich, der unüblichere Ausgang. Wir werden wohl nicht so schnell sein, dass wir da ankommen, bevor die Beute aufnehmen können. Aber ab jetzt ist der Puls amtlich hoch. Oh. Ja, dann. Was macht er? Ja, ich dachte, er will die auf die Troller schmeißen, aber ich glaube, der will einfach nur angeben. Okay. Hier bin ich. Prahlhans. Ja, das wird uns so umbringen. Das wird uns so umbringen. Okay. Also, ihn einen Angeber genannt. Oh, blutet er auch noch. Das war jetzt natürlich nicht so nötig, aber solange er keinen bleibenden Schaden davon trägt, haben wir alle nur gelacht. Also, die Frage ist, wie lange wir es machen. Den zuerst, weil er eine Hacke hat. Oh, sind schon fast noch angehakt. Wie der Herr Erfolg das immer gerne bei mir macht. Okay. Noch keiner in Sichtweite. 150 Meter ist jetzt auch nicht sonderlich weit. Die checken jetzt natürlich auch gerade ihre Karte und sagen, die Spider Boys kommen zu uns. Okay. Jetzt mein Vorurteil. Hast du irgendwie... Ach, ich hab was. Ja. So war das geplant. Das ist ja mit dem Krach jetzt auch nicht unbedingt übertreiben. Hat der mir mein Messer geklaut, diese Sau? Geht nämlich. Oh, die rennen auch schon raus. Mhm. Ja, müssen wir den Weg abschneiden. Was machen wir mit den Vögeln? Richtig weit oben. Okay.
Was habe ich zu schmeißen? Okay. Aua, Bäume. Ich hasse euch. Moschen. Oh. Nein, ins Wasser rein. Mist, kommt halt auch der Dicke. Haben wir gar nicht gebrauchen jetzt. Ah, da sind ja noch andere. Ist schon nah genug für Shotgun, ja. Da, links. Da zieh doch auch. Eine Sekunde habe ich noch. Shit. Das wird jetzt albern. Okay, fuck this shit. Ah! Ah! Wo ist er? Oh Gott. Oh. Und ich war das der Einzige. Eieieiei. Ja, habe ich sowas auch? Ja. Okay, wie man es halt übertreibt. Wurfmesser, lieber braucht Wurfmesser. Oh, au, das braucht auch niemand. Können ja auch immer noch gucken. Ah, sieht aber gut aus. Ihr merkt es ein bisschen, dass mir die Pumpe geht. Und jetzt hauen wir aber auch ab hier. Würde ich sagen. Wobei, den Dicken hätten wir jetzt noch mitnehmen können, aber scheiß was drauf. Ich bin eh zu zittrig, um irgendwas zu treffen. Ja, die da hinten, die so rumstehen, die kriegen wir vielleicht gerade noch. Ja. Jawoll. Gut. Ach, war das schön. Das. Was? Das denn? Super Zombie oder was? Ei, das war eine feine Runde. Uhuhu. Aber viel knapper kann man es halt auch nicht machen. Ja, ich liebe diese Shotgun mit der Axt. Aber ja, das war schon, das war ein bisschen knapp. Aber ihr hört eben jetzt auch, wie erleichtert ich bin und wie viel Spaß mir das gemacht hat. Es gibt ja wirklich dieses Phänomen, also im Militär nennt man das die After-Action-Shakes, dass wenn halt das Adrenalin nachlässt, dann fängst du halt an zu zittern. Das kennt halt jeder, der schon mal irgendwie in einer Kneipenschlägerei war und die Schlägerei vorbei ist. Also, habe ich mir mal erzählen lassen. Da wird man wirklich zittrig. Und jetzt bin ich so ein bisschen zittrig, aber auch damit ein bisschen happy. Und ich hoffe, ihr seid's auch, denn das war doch wirklich eine spannende Runde. Schön! Schön ist das gelaufen. Der Imperator ist halt auch, der liefert halt auch ab. Gut, der hat halt auch die Macht auf seiner Seite. Und ich habe euch auf meiner Seite. Und das ist natürlich auch was wert, denn ihr seid immerhin die Besten. Und ich bin der Fabian. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.